Hallo, wir sind Franziska, Maria, Maria Riebe und wir kommen aus Figueira da Foz, Portugal. Wir wollen wissen, ob verschiedene Generationen unterschiedliche Weltkenntnisse haben. Dazu haben wir mehrere Interviews gemacht. Wollt ihr sehen? Waren Sie schon mal im Ausland? Welches Land würden Sie gerne besuchen? Was kennen Sie über dieses Land? Era o que eu gostava mais de ir ver e conhecer, era aqueles sítios por onde andou Cristo noutros tempos. Was kennen Sie über dieses Land oder diese Länder? People, the culture, the different cities and especially the vibe of the country. That's why I really love it. A temperatura era bem mais baixa, tive que usar um estilo de roupa diferente que costumava usar aqui. Acerca de comida também, eu não comi muita coisa diferente, eu só como fast food, então... acho que a maneira como as pessoas tipo, se comportam tipo, é bem diferente de como comportam-se em Portugal, porque estamos num país diferente, as coisas funcionam de formas diferentes. Drei Wochen dort, insofern kenne ich es nicht so gut. Mein Spanisch ist auch sehr schlecht, dementsprechend konnte ich nicht so viel mit den Menschen reden. Aber ich habe versucht, möglichst viel zu sehen. Also wir waren an verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten, in Bogota, in Medellin, in Cartagena, wir waren im Dschungel und auf einer Insel. Insofern habe ich versucht, möglichst viel zu sehen, aber man kann bestimmt noch viel mehr lernen. História, não sei assim muito, porque nós também não estamos muito, portanto, sobre o país. Gostei, acho um país bonito, um país com uma cultura diferente, um pouco diferente da nossa, não é? Sim. Portanto, e o que é que eu vos vou dizer mais? Eu como gastronomia, a nossa é a melhor. It has about 5 million people, they have a female president or prime minister. And it's beautiful and they always say about the weather, it's 4 seasons in one day. Was ist der Unterschied zwischen Generationen in Bezug auf Weltkenntnisse? I would say the younger generations are more interested in world affairs and they travel more than the older generations. We have like more an understanding of like all the culture and it's really easy for us to travel now, so we are really mixed with the other culture, like the other generation, my parents for example. For them, like traveling to Lisbon, it's something crazy. They have to plan in advance. For us, it's like really something spontaneous. And like, I think that's the big difference between the generations, yeah, that we think the world. Ich glaube, dass die jüngere Generation offener ist als die ältere, vermute ich. Also eher andere Individualitäten akzeptiert. Die junge Generation das Glück hat, sehr viel reisen zu können, mehr als unsere Eltern und mehr als unsere Großeltern. Und dass wir deswegen sehr viel mehr von der Welt kennen und sehen. Also wir können super, ich kann jetzt von Deutschland nach Lissabon fliegen, ohne ein Problem. Das war für meine Eltern oder für meine Großeltern nicht so möglich. Deswegen glaube ich, dass die junge Generation am meisten über die Welt weiß. Você está mais desenvolvida, vocês têm mais liberdade do que eu na minha época. Nachdem wir alle Interviews gehört haben, können wir sagen, dass obwohl Jugendliche viel mehr reisen und mehr offen sind, bedeutet es nicht, dass sie mehr Weltkenntnisse haben. Tschüss!